sind hier im Lippetal auf unserem Betrieb. Wir haben einen konventionellen Schweinemastbetrieb mit 3500 Plätzen. Die Schweine können drinnen und draußen im Auslauf sein und sind 100% auf Strom. Wir sind hier als Familie Albersmeier in der vierten Generation auf dem Hof und bewirtschaften 125 Hektar Ackerbau. Ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass man Antibiotika in der Tierhaltung nicht prophylaktisch einsetzen darf. Nur nach Indikation des Tierarztes werden gezielt Antibiotika eingesetzt. Wichtig ist danach, die Wartezeiten einzuhalten, und danach ist das Fleisch zum Verzehr völlig unbedenklich. Im Allgemeinen in der Tierhaltung hat sich der Einsatz von Antibiotika sehr erfreulich entwickelt. Parallel, so wie es in unserem Betrieb auch geschehen ist, ist in den letzten 5 Jahren der Einsatz von Antibiotika halbiert worden. Dieses wird dokumentiert in einer Antibiotika-Datenbank. Die wird von unserem Tierarzt gespeist. Und alle halbe Jahre bekommen wir dort aus diesem System Informationen, wie wir persönlich liegen, aber auch im Vergleich zu Großkollegen. Sollte da etwas Auffälliges sein, wird das Veterinäramt noch dazugeholt. So hat man ein perfektes System, um letztendlich eine gute Übersicht zu haben, was in den einzelnen Betrieben an den Antibiotika eingesetzt wird. Wenn es um die Behandlung der Tiere geht, kann man vielleicht sagen, dass im Durchschnitt vielleicht 2-3 Schweine am Tag von den 3.500 behandelt werden, welches dann durchaus eine Magen-Darm-Geschichte sein kann, eine Hustengeschichte oder vielleicht eine Verletzung, die mit schmerzlindernden Mitteln und entzündungshemmenden Mitteln behandelt werden muss. Wir hatten am Anfang mit unseren Ferkeln einige Darmprobleme. Seit einiger Zeit werden die direkt in dem Tag, wo sie eingestallt werden, hier bei uns geimpft gegen eine Darmerkrankung, gegen Durchfall. Gleichzeitig bekommen sie ständig Zugang zu Raufutter. Das heißt, dass sie darauf kauen können. Der Speichelfluss wird gelöst und das Futter wird besser verdaulich. Und unser Flüssigfutter ist noch eine Besonderheit, dass wir das fermentieren. Das gemahlene Getreide wird mit warmem Wasser durchsetzt, das bleibt 24 Stunden stehen und es steht ein schöner joghurtartiger Brei. Milchsäurebakterien zersetzen das Getreide, brechen das auf und für die Tiere ist es dann im Darm besser verdaulich. Um bei uns im Betrieb die Erkältungskrankheiten besser in den Griff zu bekommen, haben wir unseren Stroheinstreu. Dort liegen sie wie auf einer Fußbodenheizung. Viel frische Luft ist wichtig, dass dort dann die Keimdichte nicht so hoch ist und somit die Infektionen auch geringer werden. Last but not least ist es wichtig, unsere Tiere im Vorfeld zu impfen. Das halt eine Influenza-Vorbeugung, damit es im Betrieb erst gar nicht zu Infektionen kommen kann. Es ist wichtig, wenn man Antibiotika-Einsatz reduzieren will, dass man die Ferkel von einem einzigen Ferkelerzeuger bekommt. Somit wird verhindert, dass verschiedene Krankheiten zusammenkommen und sich durchaus noch multiplizieren und zu großen Problemen führen. Wir haben einen langfristigen Vertrag für ein Programm, das nennt sich Strohwohl. Wir haben in den letzten 3 Jahren 1,5 Millionen Euro investiert. Und durch so einen langfristigen Vertrag haben wir die Gewissheit, dass für diese Zeit wir unsere Verbindlichkeiten bezahlen können. Wenn ich die Gesundheit meiner Tiere überprüfe, gehe ich einfach in Ruhe durch, schaue mir die Tiere an. Dort kann ich schon erkennen, alles, was von mir wegläuft und frisch und munter ist, die Ohren spitzt, hellwach ist oder zum Fressen ihr geht, ist erstmal schon mal unverdächtig. Oder ganz wichtig, der Ringelschwanz. Ein Schwein, welches den Ringelschwanz gekringelt hat, ist eigentlich zu 99% fit.